Hubert und Staller, Staffel 105. Staffel 105 halt die Schnauze. Klack. Fang du an. Der Hupsi ist cool, loyal, schlagfertig, intelligent. Aber jetzt mit der Spezies Mensch nicht so, sagen wir mal, also er hat es lieber ohne Menschen, also nicht so viel Menschen. Oder? Ja. Das ist gut, sehr super beschrieben. Während der Staller, ich sage jetzt nicht Helmfried, also intelligent ist er auf jeden Fall. Er ist eigentlich so eine Art Inspektor Clouseau manchmal. Also ein bisschen tollpatschig, was aber auch an seiner Körperform, sage ich jetzt mal, liegt. Ja, Großes steht man sich gern selbst im Weg. Genau. Also der Staller jetzt. Ich muss jetzt beschreiben. Also, du bist überhaupt nicht dran. Der haut ab. Wieso geht der in die falsche Richtung? Herr Gründing, hören Sie mich? Was machen Sie da? Was zum Teufel? Seewig nimmt er. Halt, Herr Gründing! Nicht das Geld reinlegen! Wenn Sie es reinlegen, ist es weg! Und dann verlieren wir den Kontakt zum Entführer! Mann! Also die Sonja hat, glaube ich, am Anfang gedacht, als sie auf die beiden getroffen ist, oh Gott, was sind das für welche? Also wie gehen die denn überhaupt ran? Und so chaotisch, irgendwie so oldschool eigentlich. Jetzt so nach 4, 5 Jahren weiß die Sonja das sehr gut zu schätzen. Das ist doch auch Geld. Ich heb's nicht ab. Also das Tolle finde ich, dass durch das, dass wir uns ja jetzt Jahre kennen, Hubert und Staller und ich, dass man immer nicht genau weiß, wer ist jetzt eigentlich der Clevere, also wer benutzt wen. Also ich benutze die auf der einen Seite natürlich für meine Geschäfte so, sie benutzen mich ja als Informant, eigentlich haben beide was davon, aber trotzdem ist nie ganz klar, wer ist jetzt der Depp und wer ist der Clevere. Das mag ich an diesem Verhältnis und die beiden, glaube ich, sieht er ja, sieht so, so sind eh alle in seinen Augen. Ja? Also sie sind, alle tun so, als wären sie was. Und das sieht man ja auch immer, wenn er mit dem Gürbitz was zu tun hat, der ist ja der Einzige, der von dem nicht beeindruckt ist. So, und das ist halt einer, den man wie jeden anderen auch über den Tisch zieht. Ja, der Gürbitz, das ist halt ein Egomane. Also der solange das gemacht wird, was er sagt, da ist bei dem eigentlich wurscht, wer vor ihm steht, glaube ich. Mann Staller, was fehlt Ihnen, eine Krähe ins Revier zu schleppen? Nein, ha? Nicht so laut, sonst fliegt unser Zeuge davon. Das ist ja doch, sind Sie total bekloppt geworden? Was? Nehmen Sie Drogen oder was? Ja, das ist ein ständig, also latent überforderter Choleriker. Der hat diese beiden Jungs unter sich, denen er einfach nicht Herr wird. Durch den Friedhof! Das ist eine komplett anarchische Situation.
jetzt ja an, lass einfach los. Der redet der Richtige. Okay, wenn er loslässt, macht er voll auf die Leiche. Ja, dann hilf ihm halt, Hansi. Der Riedel ist ein Mensch, der sehr engagiert ist, der seinen Job mag, würde ich jetzt mal behaupten, aber sich selber meistens im Weg steht. Scheiße! Also er ist wirklich bemüht, aber letztendlich passiert dann immer was, dass er da irgendwas verdattelt oder vergisst oder was auch immer, dass er da irgendwie nicht weiterkommt. Ja, aber sonst ein herzensguter Mensch. Die Rolle Sonja Wirth ist, naja, also auf dem Revier die einzige Frau. Ansonsten umgeben mich eigentlich nur Männer. Ich habe noch die Pathologin zur Seite, okay, also die Dr. Anja Licht. Aber ansonsten bin ich also ziemlich die einzige Frau auf dem Revier. Und deshalb muss diese Frau natürlich auch so eine Art Bindeglied sein zwischen den männlichen Energien, den Fällen, den Tätern, den Verdächtigen, den Opfern und so weiter und so fort. Also ich bin Pathologin bzw. Gerichtsmedizinerin, da gibt es ja irgendwie Unterschiede. Und war mit dem Hupsi verheiratet und ich glaube seit 4 Jahren geschieden. Aber wir arbeiten und beziehungsweise müssen noch zusammenarbeiten und dadurch ergeben sich halt auch schöne Geschichten. Also zwischen beruflichem und privaten wird da hin und her geschwenkt. Was macht der Asiatin bei uns am Baum? Ja, die ist vor irgendwas der Vogel auf dem Viech und dann ist auf dem Baum drauf. Die muss sie schlecht machen. Ja, wir haben ja ein sehr angenehmes Team, das sich im Laufe der Zeit gebildet hat. Und das ist schon sehr familiär alles. Es ist sehr harmonisch. Die einzelnen Gewerke kommen gut miteinander klar. Du sollst nicht immer mit der Annika flirten. Du sollst hier was? Taki-taki machen. Ich lasse ihn mal. Ich muss hier. Und an sich ist das Drehen eigentlich, es ist, ja, man hätte manchmal gerne mehr Zeit für alles, aber insgesamt ist es eigentlich ideal. Und man sieht mich gar nicht eigentlich. Schade, ne? Ich habe so viel Mühe. Boah, sich doch so viel Mühe. Kannst du da nicht Slow-Mo machen? Ja, wir sind ja schon privilegiert, aber es ist eigentlich, haben wir uns ein bisschen auch dran gewöhnt. Also das ja, aber ich war ist doch, für uns kommen, eigentlich relativ normal. Aber wir kommen schon oft wohin und sagen, ach, hier ist aber jetzt schön oder so. Das spürt man. Also das macht manchmal das Drehen auch angenehm. Ohne, dass es jetzt so im Vordergrund steht. Aber man, das läuft halt mit. Oder wir haben vorhin gesagt, wir sind eigentlich gern beide im Wald. Und finde, das ist einfach angenehm, da zu sein. Mhm. Viel lieber als in kleinen Privatwohnungen. Zu kleinen Privatwohnungen. Also da wo die Kamera gern sich nicht bewegen kann, wo man dann wie verhaftet da steht und sagt, okay, wo waren Sie gestern? Halt, nee, da hast du zu viel gedreht. Nochmal. Wo waren Sie zu viel, Christian? Wo waren Sie gestern? Das passiert natürlich auch. Ich drehe generell lieber draußen, wenn keine Flugzeuge sind, wie heute. Das stimmt, und man nicht alles 187 Mal wiederholen muss, weil da bin ich sehr ungeduldig. Da ist der Kollege dann auch ungeduldig. Ja, stimmt. So ein ganz dicken. Kommen! Jetzt kommt übrigens das Flugzeug. Jetzt kommt das Flugzeug. Wir haben drehen jetzt Gott sei Dank. Und dann kann man nämlich nicht mehr drehen. Halt, stopp, das ist ein Hubschrauber. Ja, gut, ein Hubschrauber. Wenn der jetzt dann noch mehrere Runden fliegt, dann fängt er uns auf die Nerven zu.